Yani iki tane şöyle koyduk, çift olur. Willkommen zurück, meine Ladies and Gentlemen, zum 5.15. Heute gibt's was Süßes, und zwar machen wir heute Baklava. Und zwar heißt das Hauçtelimi. Hauç übersetzt auf Deutsch ist eine Karotte, weil das Baklava, wenn es geschnitten ist, wie eine Karotte aussieht. Das ist mit Vanilleeis. Beste, Alter. Jetzt gehen wir mal nach oben und bereiten den Teig her. Jetzt brauchen wir hier 550 Gramm Mehl. Dann brauchen wir Salz, 5 Gramm Salz. Ein Ei. Dann brauchen wir 200 ml Wasser. Gabel. Schön alles vermengen. So, nehme ich das, legst du drauf, das wird schön verknetet. Je besser der verknetet wird, desto besser lässt er sich ausrollen. So, so viel reicht. Jetzt nehmen wir uns ein feuchtes Küchentuch. Das Ganze wickeln wir jetzt ein. Lassen das für eine Stunde zu ruhen. Wir haben jetzt 2:15. Jetzt räume ich hier auf. Teig chillt jetzt vor sich hin, eine Stunde. Währenddessen bereite ich die Füllung zu, Walnuss- und Haselnussfüllung. Und danach richte ich noch die anderen Werkzeuge her, also meine Kampfwaffen wie der Nudel, Holz und Oklava. Zum Ausrollen brauche ich Speisestärke. Wieso Speisestärke? Würde man Mehl verwenden, würde das Baklava nicht schön knusprig und knackig werden, sondern es würde verklumpen und zu einem Teig im Backofen werden. Also Speisestärke verwenden, lässt sich auch ein bisschen einfach ausrollen. Ein bisschen Walnuss, die ich hier gefunden habe. Deckel drauf. So, nicht zu fein und nicht zu grob. So, passt. Wir haben jetzt 4. Die Butter schmilzt, das ist der Teig. Ich habe die Sachen vorbereitet. Hier gibt es ein Loch. Jetzt nehmen wir uns den Waage. Teig. So, das Ding hat 822 Gramm und das teile ich jetzt in 12 Teile, je 68 Gramm. Stück. Beim Baklava nie das Weiße hier verwenden. Das ist die Molke. Braune ist das reine Fett. Weiße wird dann beim Backen schwarz. Das wollen wir nicht. Jetzt nehmen wir eins. Drücken es flach. Nehmen wir Speisestärke. So. Das war jetzt Schritt Nummer 1. Jetzt nehmen wir das Nudelholz. Jetzt etwas ausrollen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Schön gleichmäßig. Und jetzt machen wir alle in der gleichen Größe. So, das mache ich jetzt mit den anderen. So schön ausrollen. 6 Stück aufeinander. Denn ich werde dann 6 Stück zusammen gleichzeitig ausrollen. Ich habe jetzt 12 Kugeln ausgerollt. Zu groß. Dann bedecke ich eins. Damit es auch nicht austrocknet. Nehmen wir eins, darauf kommt viel Speisestärke. Das hindert dann, dass die einzelnen Schichten zusammenkleben. Das Problem bei dem Teig ist, der trocknet schnell aus. Also jetzt nehmen wir unsere Hand und drücken das Ganze. Dann nehmen wir das, wenden das, drücken das auf. Nudelholz. Schön ausrollen. Und
brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich das. Jetzt geht die Party aber da. Ein bisschen wach. Jetzt nehmen wir eins. Machen das schön auf. Kommt Nummer dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Und jetzt schön gleichmäßigen Druck ausrollen. Immer schön die Seiten, weil die Mitte wird von alleine zerdrückt, rollt man das wieder auf. 2, 3, 4, 5, 6. Dann drehe ich das kurz. Ein bisschen Stärke. 6. So, jetzt schön gleichmäßig von der Mitte nach außen. Jetzt nimmt man das, zieht es ein bisschen länglicher. Schön, als ob man jemanden würgen würde. So, jetzt wird wieder ausgerollt. Das geht auf den Rücken, oder? Es fängt schon an zu reißen, macht aber nichts. Wieder schön ausrollen. So schaut die erste Ladung aus. Man kann es noch dünner ausrollen, aber ich habe jetzt Schiss, dass irgendwas schief geht und ich dann kein Endergebnis mehr habe. Jetzt rollen wir alles zusammen auf. In unsere Form. Dann nehmen wir uns ein scharfes Messer. Nehmen wir uns ein kleines Verklapp. Das ist die obere Schicht. Schön aufrollen. Das lege ich jetzt auf die Seite. Nehmen wir ein Messer. Unterteilen das schön. Zusammenfalten, überschüssiges weißes Stück weg. Ich bin gerade an Nummer 2 dran, haben kurz noch 4. Schaut mal, kann ich bald hier aufhängen, so als Perte. Schönei, ja, warum schönei? So, die untere Schicht ist fertig. Jetzt kommt ein bisschen Butter drauf. Jetzt verteilen wir das schön. Jetzt machen wir noch eine Schicht mit 6 Stückchen. Jetzt kommt wieder runter. Jetzt kommen die einzelnen Schichten. Nächste Schicht. Spitze runter. Jetzt ist es schön geschnitten. Halbiert. Stücke. Brown Christmas. Dadurch bekommt es die Pouch-Form, also die Karottenform. Da zeigt sich den Backofen vor. 180 Grad. Darauf kommt jetzt Butter. Da
Das ganze Baklava kommt jetzt für ungefähr 45 Minuten in den Backofen. Schön goldbraun. Wenn das Teil im Backofen kommt, dann machen wir das Zuckersirup. 3 Gläser Zucker, 3 Gläser Wasser. Richtige fette Kalorienbombe. Und danach kommt es drauf, heiß auf heiß. Noch. Hoffentlich. Und danach lässt man das schön ruhen. Also müsste es passend nach Iftar können wir es verzehren. Also bleibt dran und abonniert. Abonniert, ne? Bro. Wo schon mal ein Problem? 1, 2, 3. 2. Komm her. Wir haben 6 Uhr, ich bin fertig, fix und fertig. 3 Stunden hat es jetzt Zeit, 3,5 Stunden hat es jetzt Zeit, um das Zuckersirup in sich zu ziehen. Und wir sehen uns in 3 Stunden wieder. Ich hab Hunger, Alter. Rufen wie beim 20. April. Morgen müssen wir den auch die Schuhe zurück. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu gut.